Dann können wir vielleicht noch ein bisschen mehr mitfangen. Bei mir, oh, wir machen halt bereits mal Plan. Was machen wir? Tengel? Kommt mal alle hierher. Wer von euch hat alles das Briefing gesehen? Wer es gesehen hat, bitte mal aufstehen. Wer es nicht gesehen hat, hinknien. Ich habe zwar längere Zeit schon mal gesehen, aber ich habe die Hälfte vergessen oder alles. Oh, bist du da? Ja, ich muss nur kurz. Hast du gesehen? Ja, jetzt. Nee, ich hab's heute gesehen. Hinknien, hat er auch hinknien. Aus der Dreier. Drei haben es gesehen. Okay, dann kurz mal zuhören. Also, ich lese euch nicht den ganzen Kram hier vor, sondern nur kurz die wichtigsten Details. Geht mal auf die Map. Dort bei Divilla, das große Quadrat, wird das feindliche Lager sein. Beziehungsweise dort befindet sich der Boss General, also ja, so mal. Dies wird bewacht durch die Leibgarde, die bewaffnet ist, sowie einige anderen Torwachen, wenn man so will, die dort sind. Someone! Wo ist der schon wieder? Na toll, wie soll man auf einen Chef aufpassen, wenn er nie da ist? Ja, wir sollen ja nicht auf dem aufpassen, wir sollen die Leibgarde machen, wir sollen irgendwie den Deffen auch, naja. Was ist das? Das ist Fritti, oder? Ne, ist das ein Timmy? Ja, ein Timmy. Schwule Scheiße, verpiss dich mal! Können wir den fesseln? Ja, ne? Doch, doch. Wo sind wir denn? Wir sind da. Haha. Ich hab eventuell eine Idee, schaut mal Richtung. Beziehungsweise Planquadrat und ne. Warte mal eben. Die Villa da oben auf dem Berg, die alleinstehende, können die da drin sein? Die Villa? Könnte ich mir gut vorstellen, ja. Also, ich glaube, da würde ich die in die Richtung setzen. Warte, ich schreibe. Wo ist er eigentlich? Und ein Bart ankleben. Können wir bitte eben nochmal den Channel wechseln? Genau. Hatte einer sein Akre noch an und hat uns gehört. Nicht, dass er es weitergegeben hatte. Nee, den geh zurück auf 11. Channel. Voll 11. Ramon, bist du das hier? Nee. Ja, fragst du dein Bestes jetzt auch noch einen Nebenchannel, wo er die Fresse? Ich labert schon mal Chibis an, weil er Paranoia schiebt. Ah, siehst du doch, Villa. Ey, der kann ich nicht sehen, wenn wir auf den Channel schreiben, oder nicht? Können das die Gegner nicht sehen? Nein, das ist Side-Channel. Also, hatte ich doch recht, dass sie Side-Villa sind. Wie kommen wir jetzt da hoch? Zu Fuß? Ja, wieso spawnt der da oben? Und wir hier? Ich höre ein Auto. Ja, das ist uns aus hier. Na gut, dann steigen wir mal sagen, ein. Ich würde sagen, wir warten. Mal, wir passen alle rein. Ey! Jojo. Ihr habt meinen Fahrersitz geklaut. Ja, das geht schon. Klar. Sind alle drin? Alle drin? Ja, alle drin. Und in welche Richtung müssen wir? Villa, rechts. Jetzt ja, rechts. Rechts? Nein, links. Links oder rechts? Links, ja, da musst du drehen. Links. Ja, ich drehe. Ja. Nächste rechts. Jetzt rechts. Rechts. Und der Straße voll. Lass das dem Beifahrer machen, der hat dafür den nötigen Platz. Olli, lackier mal deinen Helm, das sieht ja scheiße aus. No, na, deiner ist auch nicht gerade besser. Das ist Camouflage. Ja. Schneetarn. Dein Gesicht kannst du dann auch gleich lackieren. Oh Mann! Hallo! Alleine! Hi, servus! Wir haben Ausweis, guckst du hier, weißt du? Ich Haken? Gucke, ich gucke, was? Ausweis, du Freunde, du Freunde, nicht schießt! Mein großer Führer hier Mecker. Jungs, hallo, stopp, man muss uns Geschoss einstellen. Müssen das Gelände abriegeln? Ups. Was machen wir jetzt? Wie gehen wir jetzt vor, Olli? Simon? Ja, wollt ihr hier an der Villa bleiben, die Olli, Garde, und sich verschanzen und wir machen Gemetzel in der Stadt, oder wie? Olli? Ja, was denn? Großer Führer ist auf dem Dach.
In der Villa. Schön. Norbert hat sich das jetzt mit dem Auto erledigt oder soll ich noch einen holen? Habt ihr hier Kisten, Munikisten? Negativ. Da gar nicht Strobel. Wir haben weder Scheinwerfer noch Fahrzeuge, noch mehr Munition, noch Medikamente. Ja gut, das ist soweit verstanden. Also, was machen wir jetzt? Blue Force auf dem Weg, sagen, Jungs. TVT, denkt dran. Ich würde sagen, wir gehen in die Stadt erstmal runter. Ja, egal. Ja, aber genau. Villa wollte hier wirklich bleiben. Die wissen doch oder können sich denken, dass in der Villa wer ist. Also würde ich jetzt als erstes drauf kommen. Olli, was hältst du von ein paar... Ach nee, das geht nicht. Nicht bei TVT, ja. Ja, also, das Versteck finde ich zum Beispiel auch in der Moschee oben drin. Du kannst da ja hochgehen, in dem Mitteldings da. Da kannst du schön die Eingänge bewachen. Ja, ich würde eher ein unauffälliges Gebäude nehmen, ne? Also eine Moschee ist ganz schön auffällig. Du musst, ne? du musst dran denken, du musst ein gut verteidigendes Gebäude nehmen. Ja. Ist ja auch Wurst, wo die jetzt denken, wo wir sind. Es geht jetzt erstmal darum, wo wir uns positionieren. Was Blufer macht, ist mir Wurst. Leberwurst. Ja, ich würde schon erstmal wieder in die Stadt. Also, die haben nach sich, das hat er auf jeden Fall gesagt. Deswegen sollen wir auch auf, was ich eigentlich einen relativ guten Dings finde, auf die Straßenlaternen achten, wenn die ausgeschossen werden. Ich renne hier auch die ganze Zeit mit Zoom rum, damit ich was sehe und hänge hier 2 mm vom Bildschirm. Ja, genau. Ja, das früher, das ist das gleiche Spektakel wie beim Bund. Da hast du, wenn du abends oder beziehungsweise nachts deine Wache hattest, bei der AGA, da hast du allen möglichen Scheiß im Wald gesehen. Allen Dreck, Alter, hast richtig Hallus bekommen. Hast dir so viel Scheiß eingebaut. Ja, obwohl du weißt, da passiert eigentlich nichts. Ja, dann alle nach links. Alle um, in den anderen Blackhawk. Ich meine, Eric Thomas umlegen. Geht nicht auf Schütze rein. Alter. Patte. Ja. Ist nicht beim Nickel. Hallo, Offline. Tangle. Gut, wenn du uns alle abgeladen hast, hierhin zurückfliegen, den anderen Heli nehmen, über die Villa hauen. Dann einfach über die Villa drüber fliegen, Kai schießen. Haben wir jetzt den anderen genannt? Ich sag dir dann, weil hier keine KI als Pilot drin sitzt, deswegen. Ach so! Alle drin? Ah. Oh, dann los geht's. Tief fliegen. Weiter. Die Roche anwesend. Genau. Wie meinst du? Ja. Meryl drin? Ja, positiv. Team 3, Terror, Aspern. Ja. Nee. Genau. Noch einfach Team 1, Team 2, Team 3. Naja, fertig. Ja, los. Brauchen wir sich extravagante Namen. Tangle, wir landen gleich bei der wir steigen bei der ersten auf, ne? Okay, gut. Jungs, an die Gruppen 4. Wir machen auch mal mittendrin ein taktischer Channelwechsel. Bedeutet, wenn ich das durchgehe, dann ändern wir auf dem 1, auf die 8er, 2 Kanäle hoch. Auf dem 4-3er, 2 Kanäle runter. Okay. 1, 4, 8er, 2 hoch. Ich auch nicht, schreib mir das gerade auf. 1, 4, 8er, 2 oder 3 hoch? 2 runter. 2 hoch. 1, 4, 8er, 2 hoch, 3, 4, 3er, 2 runter. Okay. Beim kleinen 2 runter. Also eben okay. Eigentlich nur 2 runter. 3, 4, 3er sind wir jetzt auf Kanal 4. Passt. Ja. Also dann 2. Und was heißt das taktische Wort? Taktisch. Ach, taktisch. Okay, weil der Helikopter so laut ist, deswegen ich verstehe kein Wort. Einfach was mit taktisch. Okay. Einfach taktisch. Ich funk dann auch gleich kurz darauf mal mit dem Gruppenfunk durch. Taktischer Kleid. Taktischer Wechsel. Ein taktischer Angriff startet.
nuklearer Sprengkopf. Ich denke, wir werden ja sehen, ob der taktisch ausgeführt wird. Nukleare Sprengkopf. Ey, wollen wir irgendeinen Namen rufen, bevor wir schießen, wenn wir zum Beispiel nicht wissen, ob das Feind oder Freund ist? Ich glaube, das erkennen wir schon. Ja, nein, wollte ich auch. Das wirst du wohl erkennen, ob der jetzt TBS hat oder nicht. Ja, TBS, ich habe keinen TBS-Dinger. Ja, ich erkenne aber, ob du eine MK in der Hand hast oder eine AK. Man weiß es nicht, wenn ich keine Munition habe. Aber nicht auf Wärmebild, mein Freund. Du erkennst auch, ob der so einen alten Lumpen trägt oder ob der eine Schutzweste im Dorf anhat. Aber den Helm kann man erkennen. Ihr wisst ja, wo die anderen Teams sind, also wisst ihr ungefähr, wo die sind. Haben wir jetzt dass eigentlich schon Kurzgas vergessen? Und wir sind ja meistens immer nein, gleich mit zwei oder drei der Team zusammen. Daher nicht auf Team schießen, sondern auf die Einzelnen. Boah, wir werden beschossen. Nein. Ah, aber das nein. Kommt, oder? Das wird ein langer Weg. Okay. Langer Fußmarsch. Gut. Blöd. War das hier AA? Ja. Bitte, jemand verwundet? Ah, fuck off. Engel ist gut. Team 3, kommt her, bitte. Vorne ist gut. Terror. Lukas, außer das Funkeln am Sack ist in Ordnung. Ist auch gut. Lukas, komm hier. Terror, komm mal bitte zu mir, Team 3. Wo bist du? Zu wem denn? Der, dem ich winkt. Ja, ich guck dich nochmal. Ordnung. Check. Mich hast du schon nicht geschaut. Ich hab noch kurz was zu tun. Hier, Pilot. Verstehen? Du bist auch in Ordnung. Bengel, bis jetzt alle in Ordnung. Ja. Bis dahin rücken wir vor. Wir klären wir auf. Danach teilen wir die drei Teams auf. Und machen den Angriff so wie... Das war's mit dem schönen Plan. All die Arbeit. So, dann alle Mann, let's go. Eine Stunde Arbeit. Was kommt? Renn mir nicht in die Kamera, du bist die Star der Show. Das dauert ja Stunden, bis hier was passiert. Ja, Hilfe, nein, nicht schon wieder. Ja, was? Bist du noch da? Ja. Terror, Friesenherz. Glück an das Herz. Du auch, Friesen? Ich weiß nicht, dass du so viel zu tun hast. Was ist los mit mir? Bist du auch noch komplett fit? Ich bin komplett fit, mir ist nichts passiert. Tangle, wir schließen uns Bonds Gruppe an. Warte kurz. Ist auch richtig. Ist alles auch noch richtig. Komm, Terror. Bye bye. Okay. Ey, wenn wir wieder in der Base sind, sollte ich mir unbedingt mal das Funkeln in den Ödel-Sack angucken, ey. Das sieht nicht mehr gesund aus. Ja. Yeah. Und ein bisschen singen während der langen Reise. Mein Fahrrad, Lenker. Ja, sagen wir mal so, lieber nicht. Ich halt die Kunden, die Zuschauer gleich ab. Aber von der Marke sagt, dass 240 Einheiten außerhalb. Kannst du jemanden erkennen, Terror? Zwei Einheiten patrouillieren außerhalb der Villa. Ich sehe sie nicht. Nee, kannst du nicht. Will sie da? Ich sehe da was. Ich seh da einen Hasen, aber auch nicht. Wie viel Grad? Boschi. Grad? Was mit Hasen? Ja, du hast doch gesagt, du hast Feinde gesehen. Ja, ich seh die. Auf wie viel Grad? 240 etwa. Ja, ich seh. 2 Klick bis 2 Klick. Ja, gut. Dann. Ich auf der Richtung nur ein Kaninchen. Okay, ich habe gerade eine Info bekommen.
Lufa muss einen 5-Kilometer-Marsch hinter sich legen. Nee, nicht Funk. Tengel hat mir gerade ein Stell dich eingeschickt. Müssten sie sich hinter sich bringen. 5 Kilometer. Ich bin jetzt bei Höhe in Metern, Intervall 1000 Meter. Das sind... Oh Gott, dann sind die ganz im Süden? Oder ganz im Norden? Nein, ganz im Norden. Olli, für Simon? Ich habe gerade indirekte Informationen erhalten, dass Blufort ziemlich weit marschieren muss, ca. 5 Kilometer insgesamt. Das heißt, wir können gegebenenfalls, wenn das keine falsche Information ist, besonders mal auf die Regionen Nord Richtung Hazarbar und Süd Richtung Firus Baraf achten. Das sind die einzigen, die diese Strecken länger aufweisen können. Ja, dann. Simon, Ende. Übernehmen wir wieder Funk, ich höre ab. Unten rennt ein Infanterist. Genau, den meine ich. Ja, bekannt. Eine einzige Person läuft im Tal unten herum. Ja. Genau. 180. Mit Waffe, ohne Waffe. Ja, will er nicht erkennen. Sieht aus wie mit Waffe. Auf wie viel Grad? Auf 290. Ja. Der geht den Hang hoch. Der geht den Berg hoch. Genau, den meinte ich vorhin. Vorhin eben. Okay. Rucksack auf. Das ist Patte. Was macht der da? Der will doch zurück. Er geht jetzt zum Heli. Wer ist das? Das ist Patte. Der Pilot. Grandiose Route, die er hat. Bitte. Born, Gruppe 2 und 3, ihr rückt weiter Richtung Süd vorwärts. Hinter den Hügelspitzen geht zwischendurch mal hoch, ob ihr was erkennen könnt. Falls ja, Meldung machen. Wir werden jetzt hier von rechts bereits mal auf unsere Position gehen. Diese so gut wie möglich einnehmen und aufklären. Soweit verstanden? Frage, was ist eure Position? Aske? Ja. Ja. Keine Frage, welche ist eure Position? Ist markiert. Ja, verstanden. Da sind so viele Markierungen, ich blick da eh nicht. Ah. Ich weiß nicht, ich glaube, ich sehe einen auf dem Dach des Hotels, aber ich bin mir nicht sicher. Erkannt ist nördlich das Ziel. Ja, Zielpunkt erkannt. Ein Wärmekontakt. Hm. Gut, dann let's go. Terror, Friesen, kommt hier, mehr. Terror, Friesen, mehr auf meine Seite, bitte. Ja, ich hab doch gesagt, kommt hier zu mir. Askan, warte mal, du hast deine ganze Truppe verloren. Wasser. Zum Stein auf 135 Grad schnell. Und dort hinter erstmal Deckung gehen. Nee, hier. Genau, direkt voraus.
Nicht so stehen, nicht so stehen. Pass auf mit den Steinen. Die backen euch oft kaputt. Ganz genau, deswegen. Auch am besten auch hinlegen oder zumindest so, dass ihr kaum sichtbar seid. Legen auf einem Stein böse. Neben dem Stein meistens auch. Ja, neben Stein. Hallo. Tangle für Ascom, bitte kommen. Haben wir eigentlich keine Garantie, dass sie auch in der Villa geblieben sind und nicht in die Stadt gegangen sind? Zum Shoppen vielleicht? Nee, wir haben keine Garantie für nix. Der letzte Teil war unmöglich. Wenn ich Kontakt zu ihnen hab. Leute, da kommen gerade so ein paar Fliegen an, dass ich gekommen bin, so eine Sniperkugel ein. Wenn sie in der Villa sind, gemäß Friedemann sollten eigentlich auch alle dort sein, aber man weiß nie. Also ich dachte, es könnte gut sein, dass in einem Wachturm an den Zäunen und außen an den an der Villa Leute drin sind. Dran sind. Hey, vielleicht sehen die uns schon und lachen sich kaputt. Erzähl weiter. Bitte? Ich hasse Missionen, wo man so eingeschränkt ist, so groß. Also wo es wirklich nicht mal Taschenlampen gibt, die eigentlich schon jeder hat. Bei euch aus, komm mal. Gut. Hör ich schon. Hier ist auch nichts drin. Ah, Mann. Mars, Cyber, wie sieht's bei euch aus, komm mal. Dummes Arschloch. Ja, soweit gut, bis auf die Tatsache, dass Marv anscheinend AFK ist. Oh, Mann. Ja, verstanden. Sag mal dann Bescheid, wenn er wieder da ist. Ja, ich werde es versuchen. Ja, der ist schön klein und klein und leise. Ja, ne? Gruppe Leberwurst und Simon sind jetzt mit einem Skoda unterwegs, nicht wundern. Verstanden. Wir sind jetzt. Entschuldigung, unter Langerlauf. Wir sind jetzt hier. Fähr links und dann die nächste rechts. Gehen wir auf die andere Straßenseite rüber. Genau. Und jetzt rechts. Okay, mach schon wieder das frei. Verstanden. Fahr mal Richtung. Ja, fahr einfach mal die Straße entlang weiter, bis ich halt sage. Gib Gas. Wir fahren jetzt hier gleich raus und dann noch in so eine nächste. In so kleine Stadt rein. Hier, genau. Hier mal halt mal. Ja, ne? Das liebe ich an TVT so. Ja, eben. Vielleicht haben wir Glück, die nehmen uns doch nur gefangen, dann können wir über Z schreiben, wo sie sind. Eliminiert den mit SD. Aber den zu helfen habe ich schon die Erlaubnis, ne? Was? Habe ich dann schon die Erlaubnis, oder? Machen wir situationsabhängig, du fragst mich zuvor, bevor du wegrennst. Nicht, dass ich mit, dass, nicht, dass mir mit einer fehlt und ich dich schon verplant habe. Jo, aber dann leise sein und nicht mit ihnen. Kurz einen Moment. Kannst doch sowieso nie leise geben. Halt die Fresse. Okay, da vorne sind Tangles, Leute. Du mit deiner Lesebrille. Na und? Lass mich, ich wirke gebildet. Fahrversicht im Kampf.
Warte, wir sind jetzt auf 055. 055. Genau, perfekt. Okay, da ist die Villa. Wir nähern uns von. Halber Klick sind wir entfernt. Ja, okay. Seht ihr die große Felsformation? Ich weiß nicht, nee, das ist zu weit zum Springen. Bis zur großen Felsformation auf. Was ist das? Also. User disconnected from your channel. Es ist, glaube ich, zu groß, bis zur Felsformation auf 230 zu springen. Deswegen. Ja, wo Tangle und so sind, oder was? Nein, wirklich auf 230, die ganz weit entfernt. Die ist etwas zu weit, oder? Von hin. Was? Ja, also, wir sind nicht so offensichtlich in der Zeit. Mal weit weg, also, es könnte gehen. Sollen wir es machen? Ich weiß nicht. Machen wir einfach. Du bist der Chef. Komm, machen wir. Ich würde sagen, wir springen erstmal zu der Felsformation auf 240 neben Tangles Leuten und rücken dann weiter zu Großen vor. Dass wir erstmal von da aus Deckung haben und dann von unten auf die zuzukommen. Go. War gerade noch ein Popcorn fest. Wo hast du Popcorn her? Weiß ich auch nicht, habe ich den Kühlschrank gefunden. Ah. Hier eins, eine Funkstelle für uns. Kann ja gerne was abgeben, aber ich glaube, wenn es mit Zucker kommt, ist schon vergammelt. Da ist so viel Zucker und Fett drin, das vergammelt nicht. Das ist gerade das Wichtigste, oder? Kalorien, Fett werden, Pickel. Er beschwert sich. Du bist schlechter Mittagessen oder was? Nee, ich hatte heute Döner, war lecker. Versteh kein Wort, was du da vorhin sagst. Da vorne machen wir kurz mal eine Pause und dann rücken wir weiter vor. Okay, Rundumsicherung. Fünf noch zwei. In Game-Zeit. Die Sonne auf, 5 Uhr morgens. Wer ist da gerade an 051-48? User joined your channel. Blöd. Koordinaten vertauscht. Was? Hier. Wenn wir zu den anderen Felsformationen vorspringen, sind wir ungefähr 200 Meter von dem Hill entfernt, von der Villa, also da müssen wir wirklich... Da müssen wir vorsichtig sein, sehr leise. Deswegen ist es ziemlich ärgerlich, dass ihr kein Akkre-Control-Volumen habt. Das ist eigentlich alle aller notwendig. Was? Das ist aller notwendig. Okay, warte, ich werde nur noch kurz eine Sache machen, dann können wir weiter vorrücken. Seid ihr bereit? Immer. Terror? Wo ist Terror hin? Ah, ne, der ist da. Ja, ich hab gesagt, ich bin okay. Achso, nee. Bei uns kam nichts an. War ich zu leise. Was ist das da für ein Licht im Hintergrund? Wo? Der durch die Karte glitscht. Ach ja, den habe ich auch schon gesehen, okay. Ich mache jetzt mal Night Vision. Night Vision an oder aus, was meinst du? Ich mache es jetzt an, jetzt wird es mir hier hinten an der Felswand, da sind wir auf der abgewandten Seite des Mondes und da haben wir dann noch weniger Lichter, so ziemlich schwer dann zu sehen.
Okay, ich sehe eigentlich ganz gut noch. Ja, da hinten dann nicht mehr. Okay, auf 200 Grad auf die Feldformation. Aber nicht sprinten, laufen, normales Ducken gehen. Ja. Ganz meiner Meinung nach. Immer schön an der Kante, dass wir schön weit und dass wir schöne Felswand neben uns haben. Am besten 5 Meter Abstand. Und Husten probieren zu unterlassen. Aufrecht. Hört kommen. Sind wieder auf alter Position, hat einen kleinen Spionagetipp. Und zwar konnten wir mithören, wie Blueford sich unterhalten hat, dass wenn sie in die Stadt kommen oder quasi in der Stadt sind, dementsprechend ihr Akre ganz, ganz leise stellen. Das heißt, ich nehme an, die sind in der Nähe von Fagabad. Verstanden. Das heißt, gegebenenfalls die Grenzgebiete jetzt von Zagabad achten, aufgrund dessen, dass die halt sich schon den Einmarsch vorbereiten. Okay, verstanden. Dann, Olli, an alle, wir haben möglicherweise Informationen erlangt, dass Blufor sich auf den Einmarsch in die Stadt bzw. zur Villa vorbereitet. Wo ist momentan eure Position? Aktuelle Position ist 050038. Jungs, keine Koordinaten nennen, markieren. Habt ihr das verstanden? Wir machen dies taktisch. User in your channel timed out. Okay, taktisch. Okay, Kanäle wechseln, eher taktisch gesagt. 343 auf Kanal 2. Bin drauf. Okay, Leute. Irgendwelche Ideen? In Michis Gruppe. User entered your channel. Haben wir gemacht. Okay, Michis Gruppe ist gerade bei... Check, hörte mich. Positiv. Scheiße, sind wir nah dran. Morn, hörst du mich? Wer kannte, guck mal mit dem MX. Okay, er hat seine Position mit Lima markiert. Ich markiere mal unsere mit India. Ja. Morgen, hörst du mich? Wir haben ein Problem. Positiv. Team 2 auf Position Lima. Ich bin oben auf der Bergkante, MX. Okay. Vorsichtig. Team 3, Position India. Gut, komm, wir gehen jetzt. Team 1 geht auf über freies Feld zu. Sammel leiser. Foxtrot wird gleich markiert. Danach, wenn alle auf Position sind, kurz durchgeben. Danach findet es statt. Team 2 wird noch eine Zeit lang brauchen, da wir noch den Scharfschützen-Turm probieren auszuschalten. Ja, so verstanden. Gebt Bescheid. Die anderen, Team 3, noch in Deckung halten, bis Team 2 in Bereitschaft ist. Verstanden. Terror, kannst du was sehen? Bin noch nicht an der Kante.
sich immer probiert, du mal Richtung Süden so abzusichern. Ist sie. Also ja, hier Süd, Südosten. User disconnected from your channel. Da liegt auch Scheiße. Da liegt auch Scheiße? Die Villa liegt scheiße. Ja, das stimmt. Also die ist Drogenhauptquartierversteck. Komm gleich. Warte. Nur über freies Feld her. Achso, da kommt. Wo kommt der hoch? Was? Mal ran. Ganz oben, oder? Da ist so ein kleiner Hügel. Wenn ich da drauf gegangen wäre, wäre ich 50 Meter. Achso. Okay, also konntest jetzt nichts weiter sehen, ja? Aber oben Tengels Stimmen gehört. Ah, okay. Der Fox Reise. Oder nicht? Die sind Foxtrot. Team 2 ist India. Lima. Wir sind India. Ganz schön laut. Wiederholen, komm. Wie glaubwürdig sind diese Informationen, kommen? Die wurde von Sturbe gesichtet, also schon teilweise glaubwürdig. Warte, was denn? Das habe ich auch gerade gefragt. Andere Frage, Benkner Funk, wer von euch hat die Markierung auf der Karte gemacht? Okay, Achtung auf falsche Informationsausgabe. Angriffsposi und Ziel sind keine Komponenten, die bei einer Taktik verwendet werden. Dafür, Achtung, Falschaussage vermutlich. Trotzdem im Auge behalten. Da benutzt er meinen Trick. Ich glaub's geil. Also wenn sie wirklich so dumm sind, dann werden sie jetzt aus Richtung Nord angreifen. Wahrscheinlich, ja. Aber dann ganz bestimmt nicht die Dings. Wie heißt nochmal? Die Moschee. Sollten wir vielleicht Position verlagern? Tengel ist nicht so doof, dass er in eine Stadt angreift, wo wir von allen Ecken und Enden bewachen können. Da ist die Villa doch schon eher was, wo er zuerst nachguckt. Würde ich auch sagen. Terror, kannst du auf der Karte die Markierung Sunny sehen? Südöstlich von Angriffspunkt Lima. Angriffsposition. Siehst du es? Terror. Nix. Okay. Kommst du das durch? Ja. Kann aber ein, zwei Minuten dauern. Terror ist auf dem Weg zu euch, kann zwei, drei Minuten dauern. Terror, aber muss ich nicht beeilen, sie brauchen auch noch ganz kurz bis dorthin. Mein Problem ist jetzt, ich habe hier ein ziemlich offenes Feld und keinen Deckungsschirm vorne, also da muss ich lang schleichen, das dauert also doppelt so lange. Das kannst du denen auch nochmal bitte sagen. Bist du sicher, dass lang schleichen nötig ist, wenn du eh keine Deckung hast? Ich glaube, da wäre eigentlich Sprinten am besten, dass du so schnell wie möglich von diesem Feld weg bist. Negativ, ich schleiche da eher lang, weil mit dem Sprinten wecke ich die Gegner auf, weil die haben ein direktes Sicht von der, die haben direkt Mondlicht und alles und da ist gar keine Deckung. Und die Villa kann mich auch direkt sehen. Okay, tu, was du für am besten hältst, aber probier dich halt nicht entdecken zu lassen. Lebewurst. Die sind hier. Acker runter. Achtung an alle. Spionageinformation hat ergeben, dass sie wirklich in der Nähe der Stadt sind. Wir haben Feinde in der Stadt. Ich wiederhole, Feinde in der Stadt. Ungefähre Position.
110 Grad unserer Position zwei Feinde übers Feld gelaufen. Sie sind direkt im Einmarsch drin. Sie haben sich geteilt in zwei Teams. Lima ist eins davon. Das heißt, diese Zeichnungen werden wahrscheinlich doch keine Fährte sein kommen. Ja, verstanden, dann sollten wir trotzdem weiter nach Norden verlagern, um Richtung Villa schützen zu können. Er ist soweit verstanden. Wir beobachten hier von hier aus weiter. Akre leise, können gegebenenfalls vorgehen. Verstanden, Cyber und Marv, kommt mal zurück zur Moschee. Ja, wir sind dabei, ja, ist gerade noch nicht so einfach hier Akkulein, durch die okay? ganzen Straßen zu gehen. Gut, meins auch. Olli für Simon? Hört, komm an. Bestätiger Feindkontakt aus Osten, zwei Leute übers Feld gelaufen, können jetzt gerade nicht mitteln, wohin, aber wir nehmen... Nein, positiv, ich korrigiere letzten Funkspruch. Bei Compound 2, Marker Sunny, dort feindliche Kräfte, die sind wirklich so doof und haben in den globalen Channel gepostet. Verstanden, verstanden. Trennung Samwon, hast du das gehört, komm an? Ja, ich habe alles gehört, vielen Dank für die Information. Okay, haltet euch erstmal gedeckt. Noch was, angeblich haben sie einen von uns... gesehen. Also entweder ist die Markierung dann auch wieder Fail. Hier steht Ziel ausschalten Kroschi. Kroschi ebenfalls in einem Gebäude, der ist nicht mal 200 Meter von uns entfernt. Frage soll mal aufklären. Negativ, negativ. Leberwurst kommt rein. Rein, ja. Nicht so sehr auf die Marker achten, wirklich jetzt nur die Bewegungen und Funksprüche oder so aufnehmen. Ja, das ist soweit verstanden. Wir probieren es. Da der Sunny-Marker wohl stimmt, nehme ich mal... Leberwurst, sind die noch an dieser Position? Hier ist halt 16. Hier ist um 16. Was? Die sind im 16. Nein. Das 343 hat 16 Kanäle. Achso. Sag mal, wir haben nichts zu tun. Warte kurz mal, vielleicht kann ich ja noch Terror reichen. Terror, First Comp, bitte kommen. Also ich habe deren Kanal nicht gefunden, die haben eine Funkstelle. Wie gesagt, oder sowas. Leider kann ich, ich muss mal Born anfunken, hoffentlich. Ja, verstanden. Auf dem Turm, Ziel minus 1. Born, ist Terror schon bei euch angekommen? Oh, Simon, du. War das Spiel? War der bei uns oder bei den anderen? Bei den anderen. Nein! Fuck! Fuck! Oh, Gruppe 2 ist ausgefallen, der Truppenführer. Und damit auch das... Steht da hier nur, ist losing. Ja, ist losing. Ja, aber das bedeutet eigentlich schon, dass leichter dastehen wird. Haben Video umgebracht? Nee, oder? Ich weiß nicht, ob Kills angezeigt werden, aber... Eigentlich schon, also letztens mal ein beeindruckender Killfeed. Hast du gerade gefunkt? Ich hab nicht gefunkt. Ich hab gerade dieses Geräusch plus fürs Funken gehört.
Born ist noch auf dem Server. Warte, warte. Fahrzeug. Leise. Leise jetzt bitte sein. Hörst du es? Okay, es ist weg. Haben es gehört, war vielleicht 100 Meter von uns entfernt. Kam von der Villa. Wie gesagt, du hast hier nichts weiter zu tun. Geh doch mal die 343-Kanäle durch von 1 bis 16. Aber diesmal hustest du sozusagen so someone. Also als würdest du gerade someone sagen wollen, aber hättest du dich dabei verschluckt ein bisschen. Vielleicht antworten sie auf einen der Kanäle. Leise. Was machen die dort oben? Fahrzeug kommt hier runter. Auch Wolken angezogen. Scheiße, was ist das hier? Feuer bereit. Achtung, zwei, beweg dich, geh ins Haus. Geht ins Haus, geht runter. Achtung, er hat euch vielleicht bemerkt. Ende Mike mit Angriff, Leute positionieren sich. Gut, wir starten hier den Angriff. Danach werden die sich zurückbeziehen. Und dann kannst du es erledigen. Verstanden? Okay, an drei, let's go. Okay, langsam vorrücken. Ich sicher nach vorne links, du nach vorne rechts. Hinlegen. Ja, verstanden. Wir machen gleich den ersten Schuss. Unser Heli. Okay, ich sehe jetzt rechts, du links.
Kannst du was erkennen? Kannst du was erkennen? Ich nicht. Weiter vorrücken. Ich kann nichts erkennen, und du? Friesen, reden mit mir. Was? Ich hab dich gefragt, kannst du was erkennen? Hallo? Rede mit mir. Ich seh nichts. Okay, das will ich ja bloß hören. Okay, Achtung, also verstärkt sichern bitte. Vergiss nicht nach links bei dir zu sichern. Komm zu mir. Ich richte mich mal ein bisschen auf. Rein. Dann hab die rechte Seite. Ja. Also vor in die Halle. Recht sauber. Tengel sind jetzt auch im Gebäude. Gehen wir in den zweiten Stock, komm. Da hier liegen Knarren. Gehen in den zweiten Stock, warte kurz. Was?
Was? Hier liegen massig Waffen. Ja. Ich hatte mal Kontakt. Ich habe Thermalkontakt Richtung 230. Okay. Born. Tangle, oh, Tangle, Tangle. 3, 3, 5 noch 3, 3, 5 Grad im Haus, im Eingang. Weit am Hügel. Und ich bin tätiger 2 Personen am Haus, hatte Feindbewerb gesehen. User in your channel timed out. Da ist er. Hi. Draußen sicher. Draußen ist sicher, ja. Also wir haben keinen Feindkontakt entdeckt. Tangle. Darf ich die Lampe ausschießen? Die macht viel zu viel Licht. Auf einem Gebäude dürfte kein Mann hier. Die Straßenlaterne. Ja, so verstanden. Blackhawk, zu der Villa, dort landen. Einer mit der Stadio. Die ja. Können ausschießen. Was ist passiert? Was ist passiert? What the fuck? Was ist passiert? Oh, viel zu hell. Was? Wo ist der oben oder unten? Unten. Oh. Bist du drin, Friese? Friese! Warte. Sind alle drin? Ist auch Friese drin? Ich bin drin. Ah, okay. Gut. Warte. Zu LZ13 fliegen. Tief. Aber achte auf die Luftabwehr. Geh vielleicht über den Flughafen. Also Richtung Süd fliegen, danach Richtung West. Und danach Richtung Nord. Beziehungsweise, nee. Andere. Tangle? Ja. Hab mir aus dem Haus eine AT4 mitgenommen, ne? Jo. Ich hab auch Fotos, ich hab auch ein Fotos bei einer Leiche gefunden. Neue LZ. Hast du sie gesehen? Dort landen.
Könnt ihr einen aushalten? Zivilisten. Achso, Tengel, pass auf, ich habe jemanden beim Landen gerade noch in Richtung Tower laufen sehen. Oh, aber das ist auch ein Zivilist. Ach gut, ich habe den Compound im Blick. Sicherst du mal uns ein bisschen rundherum, nicht dass mit einmal uns mit dem Rücken fällt, ja? Boah, und wir könnten von unserer Position aus gut auf ihn zukommen und versuchen ihn auszuschalten, wenn das überhaupt eine Feindeinheit ist. So, jetzt Funkstelle für uns da vorne. Ihr zwei gebt uns die Infos durch, wo sie sind. Wir erledigen es. Wenn ihr auch schießen könnt. So, jetzt Funkstelle hier. Ihr zwei da oben. Erledigt es, wenn ihr sie seht. Sonst gebt ihr durch, wo sie sind. Verstanden. Jo, wir hupen jetzt zweimal, dann komm rein. Ich stopp und hup zweimal einfach. Er ist da, er ist da. Leber. Komm, komm, fahr. Geradeaus. Ey, lass uns rückwärts fahren. Nein. Ah, links vorne. Okay. Ja. Warte, nicht nach Westen, nach Süden. Du musst nach Süden. Nein, ja, Alter. Wir sehen gar nichts, Alter. Er sieht ein bisschen was. Ich weiß nicht wieso. Ich sehe gar nichts. Und wo jetzt? Wo? Du musst nach Süden fahren irgendwie. Süden. 038 sind wir. 041. Jetzt nach Süden und dann nach links gleich. Jetzt gleich nach links einbiegen. Ich fahr nach links? Ja. 038 039. Links, oh oder Gott, rechts? Wo sind wir denn, Alter? Wo sind wir denn? Du musst nach links. Und gleich wieder nach rechts. Ich fahr jetzt nach links, ich fahr den alten Weg. Nein, du musst nach rechts, ich schwör's dir. Wir müssen zur Villa. Warum zur Villa? Nein, wir fahren nach Westen, wir müssen nach Osten. Warum willst du zur Villa, verdammt? Ja, deshalb, weil das da cool ist. Was wollen wir denn hier in Sagerbad, Alter? Denkst du, jetzt findet uns irgendeiner? Also wir hätten die Villa nicht verlassen dürfen, Alter, wa? Ja gut, warte, Leberwurst? Bist du soweit bereit? Ey, ich bin Medic, Leberwurst, ich bin Medic. Ja, ja, steigt eben aus, verarzt, dann fahren wir weiter. Ich bin hier, wo bist du? Ich seh dich nicht. Achso, ich seh dich, glaube ich. Wer ist das hier? Leberwurst. Untersuchen große Schmerzen. Ich gebe dir Morphin. Nein, das ist Morphium, Opium bei uns. Wir sind ja die Mullahs. Und wir gabeln dich einfach auf. Ey, hast du irgendeinen gesehen, Feind? Achtung, ich habe einen Schuss gehört. Ja? Rechtes Ohr weit. Ey, du bist wieder fit, glaube ich, wa? Einsteigen. Lasst uns den alten Weg zurück zu Samoan. Oder? Wir müssen doch zur Villa, ey. Wir hätten die Villa gar nicht verlassen dürfen. Nee, nein, nicht. Wir sind ja die Villa, haben wir verlassen. Das fand ich auch scheiße. Also wir hätten vor dem ersten Feuerkontakt keine Berechtigung haben dürfen, die Villa also fahren zu verlassen. Wir zurück zur Villa. Ja, wir müssen nach Osten. Wo was sind wir denn? 039. Was machen wir, wenn wir erwischt werden? Dann ballern wir einfach. Wir sind Mullahs, wir sterben einfach, Mann. 72 Jungfrauen. Ich habe ein Navi auf der Karte. Ja. Du hast dich unter den LKW geschmissen. Wir müssen unbedingt irgendwie rechts. Schuss? 040, 040, perfekt.
immer weiter nach Osten, immer weiter nach Osten. Soll ich dann da gleich hupen, wenn wir da... Oh, Moschee links von uns, Moschee. Da stand noch weiter ein bisschen. Ich fahre jetzt, jetzt links gleich. Wo sind wir bei 043? Perfekt, gleich wieder rechts, gleich wieder rechts. Gleich wieder rechts. Wir haben uns verfahren, ich muss eben die andere Straße gehen. Wir haben uns verfahren. 044 043. Wie richtig? Wir müssen nach Osten auf jeden Fall. Wir fahren nach Norden. Ja egal, dann fahren wir nach Osten jetzt. Du bist richtig relativ. Ich drehe hier links gleich bei. Süden. 044 ist gut. 043, du müsstest eigentlich 042 rein. Aber egal, fahr weiter geradeaus, da endet gleich die Straße. Und dann fährst du geradeaus über das Feld, da kommt ein Compound dann. Bei dem Schuss? Jetzt nach Norden, nach Norden, nach Norden, nach Norden. Ja, genau, perfekt. Jetzt müsst ihr, genau, genau. Fahren wir hinten rein? Nein, scheiß drauf, Haupteingang. Mach mal Licht an und hub. Die Big Daddies sind weg. Noch weiter geradeaus, da ist der Innenhof. Links gleich rein die Kurve. Ja, wir hätten die Villa nicht verlassen dürfen. Die Amis suchen sich doch dumm und dämlich, Alter. Aber ich habe eine richtige Inspiration durch diese Map. Ich habe viele raus, Ideen raus, aufgeschrieben. Raus. Leute? Ich bin hier, ich verarzte mich gerade. Ich wurde verletzt. Ey, meine ganze Map ist vermarkt, Alter. Ich habe überall Fluchtwege für Sammler eingezeichnet. Ich sollte suchen, ich war der Leibarzt und Vorkoster. Scheiße, wir haben es wirklich gemacht. Hä? Wir haben es wirklich gemacht. Ja, aber wie gesagt, Alter, wir hätten in der Villa bleiben müssen. Boah, Entschuldigung. Scheiße. Ey, ich seh nix, wa? Ey, der Heli kommt. Oh. Da ist er, Engel, hier. Ey, Leber, der Heli kommt. Ey, komm, lass mal ein paar Salben dahin ballern. Nein! Die Leute brauchen Action, Mann, die Leute brauchen Action. Wir sind alle fast am Einschlafen. Das ist Terrormoral. Ach, der da. Weiß ich nicht. Aus 70 Grad wird der Blackhawk beschossen. Ja. Frage ist, was war das? NTR oder? Sah nicht wie NTR aus. Bei NTR wäre schon schlimmer beschädigt worden. Nee, da sind wir nicht drin eigentlich. War vielleicht eine normale 50er. Ich drehe mir meine Sichtweite hoch, vielleicht kann ich es erkennen. Kontakt im Osten. 85 Grad. Verstanden. Engel? Ich hatte gerade Wärmekontakte. Ich glaube, das ist die Villa. Wärmekontakte bei der Villa. Ein zumindest. Ja? Jetzt ist er nicht mehr da, aber davor hinten. Ah, stimmt, ja, stimmt. Ah, das. Ja, da hatte ich auch einen Wärmekontakt. Das wäre ein Zivilist. Ich wusste gar nicht, dass die Villa dort ist. Das ist die Villa. Die sind wieder zur Villa gelaufen. Ah. Würde ich jetzt mal so sagen. Die mit dem Lastwagen kommen mal alle hier hoch. Wir treffen uns auf dem Hügel. Hier beim Haus. Treffen uns da beim Hügel. Hm.
Beim Fenster. Frage ist jetzt, wo kommst du? Wärmekontakt. 62 Grad. Zwei Stück. Auf jeden Fall hat mich das hier sehr inspiriert, Alter. Wa? Guck mal auch, wie gut die Performance ist. Aber okay, sage mal. Nochmal eine Salve drauf. Ja, Mann, wir brauchen richtig Penner, Ausrüstung, und die Amis brauchen schon ein bisschen was, auch gute Funke, die haben ja auch nichts. Ich weiß es nicht. Ist das der Heli da? Ja. Allah. Wer ist denn das dahin? Leberwurst. Ja, ich glaube ja, Mann. Ich glaube ja. Ich bin gerade durch Friendly Fire, zwei Verluste. Patte, lande doch hier bei uns vorne auf dem Feld. Komm, ich markier's dir. Wir müssen uns jetzt zwei Fallschirme schieten, dann schieten wir. Wir setzen uns einfach ins Geschütz vom Heli und dann ballern wir über die Villa, ganz ja. Einfach. Da ist KI drin, die müssen wir erst rausballern. Ja, und die jetzt ballern wieder bei der Villa? Raus. Also jetzt ist es auch scheißegal, einfach mal ein Problem. Jetzt wieder bei der Villa, oder? Okay, da ist okay, der Schütze. Wer meldet sich als Schütze? Ich. Ascon. Jungs, Rauch bei Nacht, glaube ich nicht. Ich wollte. Ach. Ich hatte doch gesagt, ich mach gerne. Ist doch egal. Zeitlich. Und sein MG draufballern kann. Danach, wenn dann irgendwo andere Seite ballern muss. Jedenfalls wirklich einen kurzen Pass schon schießen, damit die Infanterie aufsteigen kann. Und dann irgendwo dann anderen steigen aus. Muss aber kein Touchdown. Da sind drei Ziele auf dem Boden. Nach Zivilisten aus. Falls das Dach von der Villa frei ist, kannst du ja kurz einen kurzen Schiebeflug drüber machen. Dann steige ich mit dem rein von den Verdrissen hier drinnen aus. Haben wir ein Seil? Ja. Ich schalte drüber. Nee, ich glaube nicht. Da, geil, Alter, geil. Endlich, Mann. Leute! Alter, vorsichtig, Digga. Leute, lasst uns in Erdgeschoss. Wenn die hier hochkommen, sind sie des Todes. Alter, was ist das? Was war das? Sicher? Nee, das war noch was anderes. Das war was anderes jetzt gerade. Das. Nein, das ist die, ne? Das ist die, tatsächlich. Guckt euch hin, guckt euch. Er ballert hier einfach rein. Nein, in dem Raum sind Fenster. Hey, Jungs, die mit aussteigen, die machen die Erststrom an. Alle auf keine Schützen mit. Oder was? Ich hab keine Schützen, Michi. Nicht Schützen. Okay. Michi, ich hab keine mit. Jeder Infanterist hat zwei Stück, ich hab leider nur noch eine. Ich hab gar keine, ich hab meine abgelegt, um was anderes mitzunehmen. Ja, dann holst du von einem anderen.
Ich nehme mir einen aus dem Rucksack. Ich hab selber dann keine mehr. Du hast zwei. Nein, ich hab kein. Ich hab die aus meinem Inventar in den Rucksack gepackt. Ja, in meinem Rucksack lagen zwei Stück drin. Ich hab doch gerade gesehen, dass es zwei lagen. Let's go. Ich hätte gerade ja mal. Da. Ich höre, die sind hier drin. Ich bin genau bei dir. Das Team ist nicht verhört. Scheiße, Leberwurst! Ja, die haben das Licht ausgemacht, deshalb sehe ich nichts mehr, Alter. Die kommen die Treppe hoch. Nicht an die Treppe. Wo ist die Treppe? Immer wie gerade. Laber nicht. Doch. Genau, schieß. Granate. Oh, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. User left your channel.
lauft geradeaus an die Wand vor. Das heißt, über. Legt eure Waffen weg. Schmeiß einfach eine Granate rein. Hey, hört jetzt mal auf, die Granate rein, du schmeißt. Oh Gott! Okay, weg da, weg da, ich werfe eine Granate rein. Ich hab ihn. Hast du ihn, ja? Ja, er ist tot. Oh. User disconnected from your channel. Das ist der Falsche! Das ist der Falsche! Fahrzeug kommt rein. Ah, tot. Das könnte ja sein, ich bin mir aber nicht sicher. Wo ist Terrors Leiche? Da ist Terrors Leiche. Born, lebt ihr noch? Ja, wieder. Drei Stück noch. Granatwerfer. Könnt ihr leider nur eine Bandage geben. Ich. Born, lebst du noch? Ja, ich bräuchte Morphin. Oh fuck, jetzt wollen sie das Gebäude stürmen oder was? Das, aber ey, wir haben ihn Anführer, soweit ich was getötet. Das müsste ja hier sein. Er hat eine Jacke an. Die alle anderen sind kurzärmlich. Das war doch Maverick, oder? Da draußen ist ein scheiß Ural. Was? Bevor er wegfährt, draufschießen. Hubschrauber, feuerfrei auf Ural. Oder so. User left your channel. Ich geb. User left your channel. Nee, mir helfen am Dach hochgehen. Kann nur laufen. Ach so, mach ich schnell. Warte. Welche Gradzahl? Ich sehe es, ich sehe es, ich sehe es. Er rennt weg. Explosion gab es noch keine, aber es scheint die Einheit mit Laser zu markieren. Wald dahinter. Wow! Alter, krasser Leck. Muss nachladen. Hab aber einen erwischt. Hubschrauber, wenn möglich, kurz auf dem Dach landen. Nicht abholen, ich kann nicht mehr laufen. Einer, der schon wieder aussteigen. Es ist nur noch ein Schuss drin. Oh. Ich hab fast keine Muni mehr. Ja, steig du wieder auch aus, dann kriegst du einen Schuss rein. Und hier ist alles gut.
Wer ist jetzt hier? Hi Maverick. Ich weiß jetzt nicht, was das soll, aber auch egal. Born to Kill kann nicht mehr laufen. Das ist besser, wenn jemand, der laufen kann, hier gerade mit uns ist. Zielperson ist tot, wir haben sie! Rocky, wir haben es geschafft, Rocky!